Seit Januar 2012 gilt auf Hamburg-St. Georg die sogenannte Kontaktverbotsverordnung. Danach muss bis zu 5000 Euro Ordnungsgeld zahlen, wer auf der Straße mit Personen Kontakt aufnimmt, um sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt zu vereinbaren. Als kontaktfreudige Partei haben wir uns selbst auf die Straße begeben und nachgefragt. Was sagen die Betroffenen? Ab wann ist eine Unterhaltung 5000 Euro wert? Welche der folgenden Fragen würden Sie als Kontaktanbahnungsversuch verstehen? Antworten Sie einfach mit Ja oder Nein. Zur eigenen Sicherheit können Sie auch nur mit Kopfschütteln oder Kopfnicken antworten, wobei Nicken mit Ja und Schütteln mit Nein bewertet wird. Guten Tag. Wie sehen Sie das? Ist das schon ein Kontaktanbahnungsversuch? Ficken? Gut, also voller Erfolg. Poppen? Seit Inkrafttreten des Kontaktverbots spazieren mehr Polizisten durchs Viertel als Bürger. Auf eine Straßenarbeiterin kommen ca. 12 Beamte. Es gibt regelmäßige Platzverweise, Ausweiskontrollen und immer mal wieder spontane Wettrennen mit verirrten Touristen. Knick, knack, zwinker, zwinker. Pudern? Schlafen? Also alle. Wunderbar. 5000 Euro sind eine Stange Geld. Zum Vergleich. Für dasselbe Geld könnten Sie 62,5 Hundehaufen liegen lassen, 125 Mal in der Bahn saufen, 10 Mal Fahrerflucht begehen oder 334 Mal einen Glücksbrunnen beklauen. Passiert Explosion! Gleich gibt großes Bumsen! Ist das sexuelle Anbahnung oder nicht? Nein, kein. Man weiß nicht. Gut, wunderbar. Dann auf jeden Fall recht herzlichen Dank. Währenddessen weichen die Freier auf alternative Möglichkeiten zur Kontaktanbahnung aus. Einige benutzen speziell entwickelte Apps auf dem Telefon. Ah! Andere wählen den direkteren Weg. Achtung, Achtung! Ich bin auf der Suche nach sexuellen Kontakten. Achtung, Achtung! Ich bin auf der Suche nach sexuellen Kontakten. St. Georg. Spielball sinnloser Symbolpolitik? Die Partei sagt Nein. Da war's das wohl für heute, wa? Oh.